Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal Schießen macht Spaß. Ich bin der Stefan und ich möchte euch heute mal den Unterschied zwischen einem preiswerten und einem High-End-Zielfernrohr aufzeigen. Beide Zielfernrohre gehören mir, ich habe sie beide gekauft. Das Hawk habe ich jetzt auch schon über ein Jahr auf meiner Waffe gehabt, bin jetzt nur auf das Steiner umgestiegen und ich möchte euch gerne mal die Unterschiede aufzeigen und warum ein High-End-Zielfernrohr so viel teurer ist als ein Mittelklasse-Zielfernrohr. Auf der einen Seite haben wir hier das Hawk 8-32x56 mit einem 30er Tubus. Kostet roundabout 550 bis 600 Euro. Ich habe hier eine UTG-Ringmontage mit Schnellspannvorrichtung, liegt so ungefähr bei 70 Euro. Auf der anderen Seite haben wir das Steiner M7XI 4-28x56 mit einem 34er Tubus auf einer Eratec-Blockmontage mit Schnellspannung. Liegt zusammen mit Montage roundabout bei 3000 Euro. Also das Fünffache. Und jetzt wollen wir einfach mal zusammen schauen, ist das Steiner wirklich das Fünffache wert? Und wenn ja, warum ist es das? Und ist das Hawk vielleicht auch brauchbar für 600 Euro? Und wenn ja, für wen ist es brauchbar? Okay, dann schauen wir uns auch beide Gläser einfach mal an. Tun das mal ein bisschen beiseite hier. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schnuppen. So, fangen wir doch erstmal mit dem Hawk an. Wie gesagt, das Hawk hat mich jetzt über ein Jahr auf meiner Tika CTR begleitet. Ich habe damit bis auf 600 Meter geschossen und war im Großen und Ganzen auch zufrieden. Wie gesagt, ich hatte damals zwar mein Budget auch begrenzt, darum war einfach nicht mehr drin als ein 600 Euro Zielfernrohr und darum habe ich mich auch für das Hawk entschieden, weil es einen tollen Vergrößerungsfaktor und optisch war es auch okay. So, aber wo liegen jetzt die großen Unterschiede zwischen dem Hawk und dem Steiner? Der erste Punkt ist natürlich die optische Leistung. Bei einem relativ günstigen Glas wie das Hawk hat man, wenn man reinzoomt, sogenannte chromatische Aberrationen irgendwann. Sprich, um das anvisierte, ich sage jetzt einfach mal, man zielt auf den Baum und um den Baum entsteht dann so ein leichter Magenta-Grünschleier. Das nennt man eine chromatische Aberration, ist nicht ganz so schön. Und zum anderen habe ich beim Hawk festgestellt, dass es auch von der, was die Schärfe betrifft, doch leichte Defizite hat. Also auf 100 Meter überhaupt kein Thema, da sieht man die Scheibe wirklich schön scharf, ist okay, aber sobald man auf 300 Meter geht, dann kommt man wirklich an die optischen Grenzen von dem Glas. Es wird leicht trüb, auch die Ränder sind nicht mehr scharf, aber nicht richtig scharf, also es baut nach außen unheimlich stark ab. Ganz anders bei dem Steiner. Da ist es völlig egal, ob ich auf 100 oder 300 Meter oder noch weiter ziehe. Ich habe ein absolut gestochen scharfes Bild. Und zwar bis in die Randbereiche rein. Ich habe keine störenden Lichtreflexionen. Also optisch sind da wirklich Welten zwischen. Der nächste Punkt ist die Haltbarkeit. Das Hawk ist spritzwassergeschützt und übersteht auch jeden Regenschauer. Hawk gibt 10 Jahre Garantie. Also eigentlich kein Thema. Der Steiner, beim Steiner habe ich ebenfalls 10 Jahre Garantie, aber das Glas ist bis 20 Meter tauchfest. Sprich, also wenn ein Kampfschwimmer irgendwo aus dem Torpedorohr aussteigt, kann das Glas das mitmachen. Des Weiteren ist es absolut schlagfest. Hawk sagt auch, also bis Kaliber 338 Lapo überhaupt kein Thema. Steiner sagt also bis Kaliber 50 überhaupt kein Thema. Also beide Gläser sind beschussfest, also im normalen Bereich. Gut, wenn ich jetzt wirklich auf Kaliber 50 gehen sollte oder auf Shade Kaliber, dann würde ich eher zum Steiner gehen, weil da habe ich einfach die nötigen Reserven, die ich beim Hawk wahrscheinlich nicht mehr habe. Aber gut, wenn man sich ein 50er Kaliber kauft, dann hat man auch noch das Geld, über sich ein 50er Zielfernrohr zu kaufen. So. Der nächste gravierende Punkt ist die Mechanik. Beim Hawk, ich sehe das mal, wenn ich den Turm muss ich hochziehen, um ihn bewegen zu können, habe ich hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, Spiel zwischen den Klicks. Sie rasten zwar irgendwann an, aber ich habe halt hier, naja, es ist nicht so schön. Wobei ich aber ganz klar sagen muss, das Glas ist ebenfalls absolut wiederholgenau. Da war ich also wirklich mehr als nur angenehm überrascht. Wenn ich dann auf 0 zurückdrehe und die 0-Punkte auch wirklich treffe, passt das. Das gleiche habe ich bei der seitlichen Verstellung. Auch hier habe ich ebenfalls diesen komischen
schwammigen Effekt drin, bis der Klick kommt. Schön ist beim Hawk auch, ich habe Leuchtabsehen in zwei Farben, grün und rot, wobei ich jeweils nur 5 Stufen habe. Und wenn ich am Leuchtabsehen drehe, bleibt die Parallaxe exakt da, wo ich sie hingestellt habe. Also der Drehmoment ist so gesteuert, dass sich da nichts verstellt. Die Parallaxe geht beim Hawk von 10 Yards, also bummelig 10 Meter, über 25, 50, 100, 200, 500 bis unendlich. Wobei, nur am Anfang habe ich eine sehr, sehr feine Unterstufung, also zwischen 10 und 25 Yards. Danach wird es unheimlich schwer, das Glas wirklich perfekt scharf zu stellen, weil da ist es manchmal ein Zehntel Millimeter zwischen scharf und nicht scharf. Besonders bei 300 Meter war das also eine arge Fummelei, das Glas halbwegs scharf zu stellen. Vom Zoomring her ist okay, ist schön stramm und auch lässt sich einfach perfekt drehen. Da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Auch der Dioptrienausgleich, den kann man, hat man hier sogar eine Kontermutter beim Hawk, um ihn halt da festzustellen, wo man ihn haben möchte. Von der groben Verarbeitung muss ich ganz klar sagen, das Hawk ist die 600 Euro wert. Auch was die optische Leistung betrifft, bekommt man für das Geld ein wirklich anständiges Glas. Wofür ist das Hawk geeignet? Wenn ihr auf dem Stand seid und zu 99% auf 100 Meter schießt oder vielleicht ab und zu auch mal auf 300 Meter geht, reicht das Hawk allemal aus. Einen großen Nachteil hat es, es hat eine MOA-Einstufung, sprich, ich kann, und der als Absehen ist auf der zweiten Bildebene, sprich, wenn ich zoome, bleibt das Fadenkreuz immer gleich groß oder das Absehen. Hat nur einen großen Nachteil, ich kann damit unheimlich schlecht Entfernungen berechnen. Das funktioniert nur bei einer ganz gewissen Einstellung, ich meine, das ist beim 10-fach-Zoom, dass das dann halbwegs passt, dass ich Größen berechnen kann. Ganz anders beim Steiner. Hier haben wir das Absehen auf der ersten Bildebene. Sprich, beim Zoomen bleibt das Verhältnis zwischen dem Absehen und dem Zoomfaktor gleich. Sprich, ich habe, ich sage jetzt einfach mal, einen Rehbock da hinten stehen. Ich weiß, der Rehbock ist 70 cm hoch. Und da kann ich anhand des Absehens über die Millstufen ganz einfach berechnen, wie weit ist das Tier oder die Scheibe oder wie auch immer von mir entfernt. Das Absehen in der ersten Ebene ist sehr aufwendig zu konstruieren, darum trifft man es eigentlich auch nur bei sehr hochwertigen Gläsern an oder bei den Gläsern der gehobenen Preisklasse. So, nun zum Hawk. Zum Steiner. Auch von der Mechanik her sind Welten zum Hawk. Vom Klicken her, ich habe ein perfektes Feedback von der Geräuschkulisse wie auch vom Gefühl der zwischen den Klicks. Ich weiß nicht, ob es man auf dem Video jetzt hört. Ich halte es mal näher am Mikro ran. Also ich habe kein schwabbeliges Zwischengefühl, das rastet perfekt ein. So, ich habe hier, ich kann insgesamt 2,30 Meter an Höhe überbrücken und wenn ich hier den Turm drehe, komme ich irgendwann auf die zweite Einstellungsebene. Und damit ich das auch weiß, fährt beim Steiner der Prüppel raus. Und anhand des Prüppels sehe ich, aha, ich bin jetzt nicht bei 1, sondern ich bin auf 16. Und beim Zurückdrehen fährt er natürlich auch wieder ein. So. Bei der Seitenverstellung habe ich auch ein perfektes Feedback. Also auch hier die Klicks super sauber und von der Mechanik her auch wieder ein ganz anderer Schnack als das günstige Mittelklasse-Glas. Der Zoomring läuft absolut spielfrei und ein Hauch weicher als beim Hawk. Das Leuchtabsehen, hier habe ich leider nur ein rotes, aber im Prinzip reicht es, habe ich insgesamt 11 Abstufungen. Davon sind die ersten 6 für die Nacht gedacht und sobald ich weitergehe, scheint ja auch eine kleine Sonne drauf, habe ich die Tageinstufungen. Zwischen den einzelnen Abstufungen ist immer aus.
Sprich, ich weiß, ich sitze, ich jage, mache Ansitzjagd und weiß, okay, ich brauche eigentlich immer, um perfekt zu sehen, die Stufe 4. Also ein Klick und schon bin ich auf Stufe 4 und wieder einmal zurück und das Glas ist wieder aus. Auch hier ist der Drehmoment so gesteuert, dass das Drehen am Leuchtabsehen keinen Einfluss auf die Parallaxe hat. Die Parallaxe ist beim Steiner von 50 Meter, geht auch relativ stramm, also 50, 75, 100, 200, 3 Meter, 300, 500, 800, 1000 und unendlich. Und zwischen den hohen Stufen, zwischen 500 und 800, habe ich unheimlich viel Spiel. Also ich kann das Glas perfekt justieren, bis es scharf ist und muss dann nicht wirklich beim Hork auf einen Zehntelmillimeter achten, zwischen nicht scharf und scharf. So, das waren die großen Unterschiede. Ja, ist das Steiner das Fünffache wert? Ja, ist es. Alleine, wenn man durchguckt und die Schärfe, die Brillanz und vor allem das kontrastreiche Bild sieht, sieht man sofort, was hier an optischer Leistung und auch an Ingenieurswesen drinsteckt. Das Hork ist, um auf 100 Meter Scheiben zu schießen, völlig okay, aber sobald man etwas mehr möchte und auch wirklich ein ganz klares, gestochenes Bild haben möchte, muss man ganz klar in die höhere Preisklasse gehen. Das ist völlig egal, ob man jetzt einen Steiner, einen Kahles oder einen Zeiss nimmt. Ab 1500 Euro ist die Abbildungsleistung wirklich schon sehr, sehr gut. Beim Steiner zahlt man jetzt noch ein bisschen drauf für die extreme Stoßfestigkeit, für die Wasserdichtigkeit gut. Aber mir gefällt das Glas einfach auch von der Optik her, darum habe ich mich für das Steiner entschieden. Auch mit einem Kahles oder einem Schmidt und Bender macht man, weiß Gott, nichts falsch. Die liegen alle sehr ähnlich und sehr dicht beieinander und sind top. Also, wollt ihr ein günstiges Glas kaufen, womit ihr auf 100 bzw. 300 Meter wirklich gut schießen könnt, kann ich euch ein Hork oder ein anderes Glas in der 500 bis 1000 Euro Preisklasse absolut ans Herz legen. Macht ihr nichts mit falsch. Wollt ihr mehr oder legt ihr sehr viel Wert auf eine absolute Top-Mechanik, auf ein absolutes Klasse-Bild, dann gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare und über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal, euer Stefan.